Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr einen Zehenverband anlegen könnt, zum Beispiel am großen Zeh, wenn der Zeh entzündet ist oder eine Nagelbettentzündung hat, oder natürlich auch am kleinen Zeh, beispielsweise bei einem entzündeten Hühnerauge. Alles, was ihr für den Zehenverband benötigt, zeige ich euch in diesem Video und verlinke euch die einzelnen Produkte auch noch in der Videobeschreibung. Man braucht nur drei Sachen, das sind einmal eine sterile Kompresse, dann eine Zehenbinde, das ist eine spezielle Zehenbinde, auch Rinki-Zehenverband genannt. Diese ist sehr elastisch, sodass sie sich den Bewegungen vom Zeh anpasst und selbstklebend. Außerdem benötigt ihr noch eine Verbandschere. Hier seht ihr noch etwas genauer, wie flexibel und elastisch diese Binde ist. Außerdem habe ich vorher gesagt, dass sie selbstklebend ist. Das bedeutet, dass sie auf ihrem eigenen Material haftet und man keine weiteren Produkte zur Befestigung, wie beispielsweise Klammern oder ein Tape, benötigt. Zuerst zeige ich euch nun, wie man den Zehenverband am großen Zeh anlegt. Hierzu nehme ich diese sterile Kompresse und lege sie komplett über den Zeh und auch über die Zehenkuppe. Anschließend kommt die Zehenbinde, diese lege ich auch zuerst über die Zehenkuppe und verbinde anschließend den Zeh. Hierbei übe ich ständig einen leichten Zug aus, das bedeutet, ich ziehe leicht an der Binde, so dass der Verband nachher wirklich fest am Zeh anliegt. Bevor ihr die Kompresse auflegt, könnt ihr natürlich auch ein entsprechendes Mittel zur Behandlung von infizierten Wunden auftragen, beispielsweise Tirusur Wundheilgel. Vorher habe ich ja schon erwähnt, dass der Verband selbstklebend ist. Das heißt, wenn ihr den Verband fertig angelegt habt, dann könnt ihr das letzte Stück einfach abschneiden und auf den restlichen Verband auflegen. Der haftet dann einfach am eigenen Material. Der Zehenverband ist flexibel und passt sich den Bewegungen vom Zeh an, sodass er sich nicht ablöst und sich auch nicht lockert. Der nächste Verband ist der Zehenverband am kleinen Zeh. Hierzu nehme ich auch wieder die sterile Kompresse und teile sie einmal, also ich klappe sie einmal um und lege sie um den Zeh. Der Zehenverband am kleinen Zeh ist sehr gut dafür geeignet, wenn man beispielsweise ein entzündetes Hühnerauge hat oder auch ein Hühnerauge gerade entfernt hat, das einfach sehr tief im Zehengewebe saß. Wenn die sterile Kompresse nun um den kleinen Zeh herumgelegt worden ist, dann nehme ich wieder den Zehenverband und lege diesen auch um die Kompresse und auch um den Zeh um. Wie auch vorher übe ich auch hier einen leichten Zug aus, damit der Verband auch fest am Zeh anliegt. Das Prinzip ist hier das gleiche wie am Großzeh. Ich schneide das letzte Stück Verband ab und lege es wieder auf das andere Material auf, sodass es selbstklebend haftet. Wie ihr also sehen konntet, ist die Zehenbinde wirklich super dafür geeignet, um einen Zehenverband anzulegen. Das Material ist sehr elastisch und passt sich den Bewegungen vom Zeh an, sodass sich der Verband nicht ablösen kann. Ihr braucht außerdem kein weiteres Material, um den Zehenverband zu befestigen. Ihr braucht kein Tape oder Klammern, denn der Zehenverband ist selbstklebend und haftet somit auf seinem eigenen Material. Wie ihr auch gesehen habt, könnt ihr den Zehenverband sehr gut mit einer sterilen Wundkompresse kombinieren und falls eine Entzündung am Zeh vorhanden ist, dann eignet sich diese Kompresse natürlich auch sehr gut dazu, um ein entsprechendes Mittel auf den Zeh aufzutragen, damit die Entzündung am Zeh einfach schneller abheilt. Wo ihr die Zehenbinde kaufen könnt, das verlinke ich euch unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung, also schaut gerne mal rein. Und falls noch offene Fragen da sind, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und über ein Abo und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.